hauen wir halt Eichhörnchen. Da kommt, die kommen schon auf mich zu. Ich habe vergessen, wie man kämpft. Ah ja, gut. Der hat mir gerade eine Dose Cola geklaut. Aber ich habe ihn erwischt. Geht weg. Das ist schön. Okay, hauen wir lieber ab. Die sind hier überall. Die sind in der Überzahl. Das hier ist Eichhörnchenland. Nichts wie weg hier. Did you notice it yet? The streets in New Orleans were a mess. All busted up and undergoing maintenance. The city was built on a swamp, so the ground is soft. All it takes is some heavy rain to cave it all in. There were also a lot of places where large tree roots were pushing up parts of the asphalt and the sidewalk. Those bumps were dangerous even when we still had our car, remember? But this town is different. The streets are all paved so cleanly that we can skate along them without a care in the world. And there's hardly any trash or graffiti to be found anywhere. The Clarksons truly do control this place. For better or worse, it's a good... Stimmt, der Polizeisheriff hat doch auch seinen Laden. Vielleicht kann ich bei dem Reis kaufen. Hier ist auch wieder dieses Schild. Rabatt für sonnengebräunte Kunden. Bin ich jetzt sonnengebräunt? Das ist auch nicht. So, Mr. York, what do you think of my castle? Pretty cool, ain't it? Ziemlich cool. I've been curious about it since the first time I saw it. You've got excellent taste, Melvin. Das muss man schon sagen. I dub it Lou Crawfish. I'll have you know, crawfish is pretty much its own food group in this town. Since this store carries all the bare necessities you'll need for daily life, I reckon it was an apt name. If it's sundries you're looking for, there ain't much you won't find here. Na, dann schauen wir mal. Vielleicht haben wir Glück. Gummischrot, Pflaster, Verbandszeug, Kaffee, Cola, Zigaretten. Zumindest können wir hier Zigaretten kaufen. Aber ansonsten hat der auch nichts anderes als das Hotel. Puzzle-Roller. Und dieses Sonnen, den Selbstbräuner, der hat bis jetzt irgendwie nichts bewirkt, oder? Okay, ich kaufe jetzt mal extra starke Zigaretten. 3 Stück. Und vielleicht noch ein paar leichte Zigaretten, weil ich schätze mal, dass die dann eben die Zeit nur langsam vergehen müssen. Wenn man ab und zu mal nur eine Stunde verschieben will. Und ansonsten, glaube ich, brauchen wir jetzt aktuell nichts. Na dann, Dankeschön. You ever need anything? You just come on by, Mr. York. You're not only the sheriff of this town, you also manage a general store. Sure, as long as you ring this bell here. That's terribly convenient, Melvin, but I have one concern. What if a crime occurs while you're managing the store? Voll Crusader, danke schön. Für die Bits. Ja, da sprengt, da wird das Glas wieder ein bisschen gesprengt. Ach, ich find's nicht. Hier, das wollte ich eigentlich schon viel früher anmachen. The bits, the bits, the bits, the bits, the bits. Okay, okay. Take it easy on the counter, will you? Dankeschön. Okay. Running a business and keeping the peace, both jobs require immediate response in times of crisis. I just can't see how it would be possible. It's actually pretty easy, Mr. York. But what if a criminal who just robbed a bank came here on his way home and bought up all your stock? Oh, I like the sound of that. You want to make me rich? Hey, how about you just buy up the whole store while you're at it? I'll never let money stand in my way. It's not the boss of me, for I am the last shopaholic. Ooh, I'm funny. Melvin, that was a serious question. Really? Could have fooled me. Not even the Clarksons would do something that crazy. No point in preparing for something that'll never happen, right? After all, this is Lucari, the tiny forgotten town in the middle of southern nowhere. Get it, Zach? It's Occam's razor to a T. Melvin, I have to say, you're a very balanced man.
Now I feel confident that the Woods household will do just fine, even if you end up losing your job as town sheriff. You sure are a joker, Mr. York. Oh, okay. Dann haben wir jetzt viele starke Zigaretten und können hoffentlich die Zeit so lange vergehen lassen, bis wir nachts die Krokodilskulptur auf die Treppe der alten Frau stellen. So, what do you think of it? Damit wir yes. am nächsten Tag talking about gut spielen können. Boondock. Is the skeletal gentleman oh, friend or foe? Or does he merely exist outside the realms of evil? Still too early hoffe, to tell. But it's clear that having the key to uncovering this case's yeah. mysteries, that's what my soul tells. Der wiederholt aber schon oft seine Sätze irgendwie, oder? Metallfässer-Tutorial. Durch den Einsatz von mit Holz gefüllten Metallfässern können sie gesicherte Bereiche errichten. Dank des Feuers sind sie dort in einem begrenzten Umkreis vor Tieren und roten Schatten sicher. Aha, rote Schatten klingt schon nach irgendwas Übernatürlichem. Also sind nicht nur wilde Tiere die Bösen hier. So, so. Wo hast du eigentlich die hübsche Mütze gekauft? Auf Amazon habe ich die einfach gekauft. Ich habe aber mal geguckt vor kurzem und habe die nicht mehr gefunden. Ich hoffe, die gibt es irgendwie noch. Aber grundsätzlich, genau. Man versteht wirklich überhaupt nicht, was er da sagt, wenn du Skate ist. Leider. Aber der wiederholt auch immer wieder das Gleiche bis jetzt. Also es gibt nicht mehr wie früher diese Autofahrdialoge anscheinend. Oder zumindest nur sehr reduziert. Ich habe übrigens natürlich den Game-Sound schon auf 70, 50 sowas runtergedreht und den Sprechsound voll hochgedreht, weil sonst würde man wahrscheinlich noch weniger verstehen, aber das kennen wir ja schon. Na gut, außerdem können sie im gesicherten Bereich unter freiem Himmel übernachten, ohne sich einen Schüttelfrost oder eine Erkältung zuzuziehen. Auch auf einen Agenten des FBIs hat Sicherheit oberste Priorität für einen. Aha, alles klar. Und das ist mein Koffer. Und hier ist eine Echsenhaut. Na ja, gut. Kaninchen-Kneif-Spielzeug beweglich geschenkt. Ach, ist das ein Link für die Mütze? Ah ja, cool. Yes, I know. I know what you're about to say. But that's why we're here. To protect this peace. Isn't that right, Zach? So, jetzt schauen wir mal. Ich glaube, ich muss wirklich noch ein bisschen weitermachen, damit ich die ganzen Läden und so erst freischalte, wie eben den Skateboardladen. Warum steht hier der versteinertste Pudel aller Zeiten eigentlich? Und was ist in seiner Hundehütte? Eine Entenfeder. Pudel. Was hast du gemacht? Wo ist die dazugehörige Ente? Arschpudel. Okay. Quatsch, das wollte ich nicht. Dann rauche ich jetzt mal eine starke Zigarette. Mal schauen. Extra leicht, extra leicht. Extra stark. Mal schauen, ob dann mehr Zeit vergeht. Es ist jetzt 13 Uhr. Ich könnte mir vorstellen, dass die 3 Stunden vergehen lässt. Ah, sogar mehr. Oh, extra starke Zigaretten sind ganz schöne Zeitfresser. Ha, weil man früher stirbt. It's funny, cause it's true. Okay, cool. Da war 6 Stunden bringt so eine... Kosten für Übernachtung? Warte mal, was? Ach, muss ich das vielleicht jeden Tag im Hotel einfach zahlen, ab einer gewissen Uhrzeit? Vielleicht. Aber es muss 22.30 Uhr sein, ne? Ja, okay. Dann müssen wir jetzt noch im Grunde wahrscheinlich ein paar leichte Zigaretten reichen und dann ein bisschen warten. Ich glaube, das machen wir. Wer die kaufen will, benutzt bitte den Affiliation-Link. Ja, genau, das ist eine gute Idee. Findet ihr unter allen Videos auf Landquid Birdrider, den Amazon-Link. Dann kriege ich Provision. Yeah, ich mache im Grunde auch Werbung für die Mütze.
Deswegen ist es eine Dauerwerbesendung, wie da oben steht, weil ich Mützenwerbung mache. Hasenmützenwerbung! Okay, extra leichte Zigarette. Ist, glaube ich, nur eine Stunde gewesen, oder? Da müsste es 20.12 Uhr sein danach. Genau. Dann rauche ich jetzt noch zwei extra leichte Zigaretten und dann ist es genauso spät, wie es sein soll. Es bringt eigentlich Cola, löscht den Durst und so. Wir haben auch ein bisschen Hunger, aber jetzt rauchen wir erst noch. Nee, meine hat auch keine LED-Funktion. Das ist dann eine andere. Da gibt es sehr viele, die sehr ähnlich aussehen, aber sehr anders sind. Meine hat keine Leuchten. Die hat nur zwei Pumpen, damit die Ohren wackeln können. Sonst gar nichts. Warum fährt der FBI-Agent mit dem Skateboard durch die Gegend? Der hat eigentlich ein Hybridauto gemietet, aber das wurde ihm geklaut. Ich vermute, es waren die Eichhörnchen, aber dafür gibt es noch keine Beweise. Auf jeden Fall wurde ihm das Auto geklaut, aber der Dieb war freundlich genug, dass er ihm ein Skateboard da lässt, wovor er sein Auto stand. Und jetzt fährt er halt mit dem Skateboard durch die Gegend. So, jetzt müssen wir noch schnell... Der Pudel? Irgendwas stimmt mit dem nicht. Jetzt müssen wir noch schnell ein paar Minuten warten. Und dann, was ist denn das? Ein riesiger Gullideckel oder sowas? Irgendwie schon, ja. Und dann können wir die absolut coole Alligator-Statue da hinstellen. Yeah. Ach, wann wird es denn endlich 22.30 Uhr? Das dauert so lange, wenn man wartet. Ich könnte mal auf das Auto schießen, während wir warten. Passiert nichts. Oh, da kommt ein Ausrufezeichen. Ah, ich wette, das ist die alte Frau, auf die wir warten. Ja, genau. Geh mal schön nach Hause, damit ich ein Omen vor deiner Tür verstecken kann. Die hat ihre Bowlingschuhe an, wenn die draußen nach Hause geht. Und die geht sehr komisch. Ah, okay. Irgendwas stimmt mit ihrem Bein nicht. Die sind aus Gummi oder so. So, geht's jetzt schon, obwohl sie noch nicht 30 ist? Eigentlich müsste es gehen, weil sie ist zu Hause. Yes. Perfect. Jesse, danke fürs Followen, fürs Subscriben. Oh, my dear lost lamb. What are you doing there? Oh, this? This is all part of the Lise Clarkson murder investigation. Something important, hmm? Oh, yes. Very important. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Please call me York. That's what everyone calls me. But what should I call you? I am Tyrone Sanders, pastor of the Lucare Evangelical Church. Tyrone Sanders. And what business does a pastor like yourself have in a place like this? Was ist der Skateboard? Well, I live over across the way. Ist der Skateboard, Kerl? Do you have an intimate relationship with Mrs. Carpenter? Why in the world would you suggest such a pitiful thing? Lordy, lordy. How could I ever become intimate with one who is so devoid of faith? After she lost her husband, she stopped coming to church. All she does all day is bowl. She even pruned the shrubbery in that pitiful fashion. Yes, truly pitiful. And did you see that hideous ox of a dog she owns? Pitiful with a capital P. I tried speaking with her, but she shows no intention of changing her ways. Yes,
I fear she never lends an ear when the good Lord reaches out to her. Indeed, I pity her from the bottom of my heart. So you've been spying on her out of pity? Spying? I'm merely awaiting the chance to lend her a helping hand. You'd best be careful, too. This town harbors much more danger than you're aware of. If you ever find yourself in need of salvation, feel free to stop by our church whenever you like. Our church also functions as a clinic. Someday, you may need our help. Zach, did you hear that? Er geht und redet einfach weiter. Try saying that to someone in the city. Vor sich hin. They'd instantly slap you with slander or defamation charges. Oh, you'd be up to your neck in court papers. I doubt I'll tire of this town anytime soon. We should consider stopping by that church whenever we get a chance. Okay. Clea. Die Alligatorfigur haben wir platziert. Gehen Sie zum Alexus. Aber das hat wahrscheinlich nicht mehr geöffnet, oder? Evangelische Kirche freigeschaltet. Tutorial Zeit. Außerhalb von Gebäuden verstreicht Zeit. Ah, in Gebäuden nicht. Gut zu wissen. Also, davon gehe ich mal aus. Hey, Lit ich, glaube ich. Danke fürs Subscriben. Da fliegen die Bits aus dem Glas. Dankeschön, voll cool. Hallo Leute, hallo. Lit. Oder Lit ich. Sage ich einfach hallo. Manche Gebäude können nur zu bestimmten Uhrzeiten betreten werden. Ich ist schon klar. Und die Bürger haben ihren Tagesablauf. Wenn sie nicht... Oh, es klingelt an der Tür. Was denn jetzt? Ich muss mal kurz gucken. Das kam unerwartet. So, weiter geht's. Manche Gebäude können nur zu bestimmten Uhrzeiten betreten werden und auch die Bürger von Le Carre, ich kann mir nicht merken, wie die das aussprechen, gehen ihren Tagesabläufen nach. Wenn sie nicht auf eine bestimmte Uhrzeit warten wollen, können sie die Zeit bis dahin durch Schlafen im Hotel oder unter freiem Himmel bzw. durch das Rauchen von Zigaretten überbrücken. Das Tutorial kommt jetzt, nachdem ich die Mission gemacht habe, wo ich auf eine gewisse Uhrzeit warten muss. Alles klar. Na dann. Was muss mich zu Rekrut umbenennen? Ist das ein Lieutenant oder wie das LT? Lieutenant ich vielleicht. Wer weiß. Das war der... Nee, das war der Hausmeister. Es kommt irgendwann jemand wegen irgendwie... mich Handwerker bat nur. Das ist alles. Da hat er mir so einen Zettel gegeben. Ich plündere hier mal die Mülltonnen ein bisschen. Aber hier kann ich noch nichts machen, aber das wird doch hundertprozentig mal
Gott, da steht jemand. Gott, den habe ich überhaupt nicht gemerkt. Otis! Fallen Crusader, danke fürs Verschenken eines Abos an Otis. Da explodiert das Spendenglas. Ganz schön viele Abos sind da heute drin. Heute ist wieder ein ganz schöner Abo-Tag. Ich dachte schon, jetzt ist der Ganon durchs Netz vom Balkon gefallen. Oh Gott, nee. Zum Glück nicht. How pitiful. Are you lost, little lamb? What is happening? Ich veranstalte jeden Sonntag einen Gottesdienst. Er ist aufgefahren zum Himmel, der Priester. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert ist. Möchtest du nicht mal vorbeikommen und deine Worte an den Herrn richten? What? Hilfe, was ist passiert? This town sure is peaceful, Zack. Yes, I know. I know what you're about to say. But that's why we're here. To protect this peace. Isn't that right, Zack? Dadurch, dass ich bei dem Priester an die Tür geklopft habe, bin ich, glaube ich, jetzt außerhalb des Spielbereichs geworbt worden oder so. Das könnte jetzt problematisch werden, weil ich vielleicht nicht mehr zurückkomme. Ich skate mal in die Richtung. Das ist echt blöd. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gesteigert habe. Did you notice that? The streets in New Orleans were a mess. Damn it. All busted up and undergoing maintenance. Schade. The city was built on a swamp, so the ground is soft. All it takes is some heavy rain to cave it all in. There were also a lot of places where large tree roots were pushing up parts of the asphalt and the sidewalk. Those bumps were dangerous even when we still had our car, remember? But this town is different. The streets are all paved so cleanly that we can skate along them without a care in the world. And there's hardly any trash or graffiti to be found anywhere. The Clarksons truly do control this place, for better or worse. It's a good example of how allowing certain people to rise to power. Wir sind wirklich außerhalb vom Spielbereich und ich komme nicht mehr. Ich komme nicht mehr rein. One lollipop? Two lollipops? Three lollipops? Don't mind me, Zack. This is how I wake myself up. Ja. Okay, out of bounds. Das ist gut, dass ich das aufnehme. Das könnte für Speedrunner in der Zukunft ein wichtiger Glitch sein, den ich hier entdeckt habe. The streets in New Orleans were a mess. All busted up and undergoing maintenance. The city was built on a swamp, so the ground is soft. All it takes is some heavy rain to cave it all in. There were also a lot of places where large tree roots were pushing up parts of the asphalt and the sidewalk. Those bumps were dangerous even when we still had our car, remember? But this town is different. The streets are all paved so cleanly that we can skate along them without a care in the world. And there's hardly any trash or graffiti to be found anywhere. The Clarksons truly do control this place, for better or worse. It's a good example of how allowing certain people to rise to power can have positive effects as well. Also, don't you find that Southern people are remarkably friendly, even to total strangers? Both here and in New Orleans, I've been amazed at how cordial everyone is. Is it just the way things are down here? You certainly don't see that sort of thing in New York or DC. They never stop to chit-chat, especially when ordering food. They only say what's necessary. Without any decoration. A customer only makes eye contact with the waiter about once every three times they interact. But that's just how it is. Isn't that right, Zack? The human relationships here are as fluid as an inorganic mechanism running on the smoothest. Ist zufällig gerade die Dialogfunktion auch kaputt, weil der gerade ganz viele verschiedene Sätze aneinandergereiht hat? Aber wie groß ist denn die Map so, eigentlich? So, you think of him? Yes, I'm talking about him. Boondock. Is the skeletal gentleman friend or foe? Or does he merely exist outside the realms of mythos? Still too early to tell. But it's clear that he'll be the key to uncovering this case's mysteries. That's what my soul tells me. Okay. By the way, Zack, Hoongan feels very familiar to me. You might even say he reminds me of someone.
Yes, I think I see the connection now. A cheerful, wise, yet also mysterious. Wir sind Jesus. Jetzt macht alles Sinn. Ah, das ist jetzt echt ungünstig. Das ist jetzt wirklich ungünstig. Ich weiß jetzt gerade nicht, was wir machen sollen. Wir hätten nicht mit dem Priester reden sollen. Ich wollte doch nur im Skateboard laden. This town sure is peaceful, Zack. Yes, I know. I know what you're about to say. But that's why we're here. To protect this peace. Isn't that right, Zack? Also, was geht jetzt weiter? Irgendwann muss das Wasser auch aufhören. This is the deep south. I feel it every time that molten hot sun pours down on me. Don't you, Zack? Ja, aber das Problem ist, ich weiß nicht, wann ich das letzte Rechnen habe. Es ist lang her, dass ich wirklich richtig gespeichert habe. Did you notice it yet? The streets in New Orleans were a mess. All busted up and undergoing maintenance. The city was built on a swamp, so the ground is soft. All it takes is some heavy rain to cave it all in. There were also a lot of places where large tree roots were pushing up parts of the asphalt and the sidewalk. Those bumps were dangerous even when we still had our car, remember? But this town is different. The streets are all paved so cleanly that we can skate along them without a care in the world. And there's hardly any trash or graffiti to be found anywhere. The Clarksons truly do control this. Ich will mal kurz. Aha, hier sind wir. Da! Wir sind. Man sieht den blauen Pfeil noch. Wir sind außerhalb der Landkarte, aber wir werden noch getrackt quasi. Hier hat es uns ungefähr hin teleportiert und hier ist wahrscheinlich das Ende der Map. Doof, doof, doof. So, jetzt aber. Mal schauen. Viel Wasser kann nicht mehr kommen. Ich meine, wann, wenn nicht in einem 24-Stunden-Stream, kann man mal versuchen, das Ende der Map zu erreichen, das Ende der Welt. Genau, bis zum bitteren Ende. Vielleicht können wir bis nach Europa skaten. Das wäre auch nicht schlecht. Oh, warte mal. Unten auf der Karte wird es gerade da drüben. Sehe ich braun. Bedeutet das was? Einfach weiter nach Süden. Stimmt, wenn wir nach Süden fahren, kommen wir nicht in Europa an. Haben wir Glück und wir treffen Südamerika. Oh, hört da jetzt die Welt auf? Guck mal, das sieht aus wie eine Grenze. Hey Zack, it looks like we were right on the money. Tracing the San Rouge distribution route led us right to Louisiana. You know what that means. We've got a hot hand. And Lady Luck's given us far more favor than she ever has before. We just happened to hear news about Lisa's murder while sitting in a bar during our vacation in New Orleans. That certainly wouldn't have happened if we had stayed in D.C. They would have given the case to another special agent, or maybe even to the state, and then we never would have found it. In the end, it would have been shut up in that vast, desolate evidence vault, along with all the other cases, marked by nothing but a first-degree murder tag, buried in a soggy grave at the bottom of a sea of data. That would have been its fate. Instead, it traveled from person to person until it finally fell right into our lap. Things always work out that way for us. We've traveled all over the United States trying to track down San Rouge. We can't let this chance pass us by, can we, Zack? We need to find some sort of clue before this southern sun melts it all away. $200. Wir werden ziemlich reich. Wir fallen ziemlich viele Meilen. This is the deep south. I feel it every time that molten hot sun pours down on me. Don't you, Zack? $250. Ich kann rotieren, während wir fallen. Mehr aber nicht. Ob's irgendwie einen Punkt gibt. Hey Zack, it looks like we were right on the money. Tracing the San Rouge distribution. Und er redet wirklich immer weiter. Er redet und redet und redet. Wiederholt immer wieder die gleichen Sätze. Tja. Ja, durchgespielt. Und so viel Francis Zack Morgan. Zack, you're a coffee person, right? No sugar, only milk. Genau. Yes, I'm completely with you on that one.
in den ewigen Void und verdiente sich dabei dumm und dämlich, konnte das Geld allerdings nie ausgeben. Ende. Hey, ich will jetzt, das reizt mir jetzt noch ein bisschen aus. Ich will gucken, wie bescheuert das noch wird mit den Meilen. Der summt dabei. Es ist so geil. Es ist so genial. One lollipop? Wow, irgendwas passiert. Two lollipops. Irgendwas stimmt nicht mit Three uns. Three lollipops. Guck euch das an. Don't mind unser Modell me, Zach. Zerbricht. This is how I wake myself up. York wird irgendwie, löst sich auf. Oh Gott, irgendwas stimmt wirklich nicht. Es wird immer schlimmer. Zach, you're a coffee person, right? No sugar, only milk. Yes, I'm completely with you on that one. Oh Gott. Was ist passiert? Wie konnte es so weit kommen? Did you notice it yet? The streets in New Orleans were a mess. All busted up and undergoing maintenance. The city was built on a swamp, so the ground is soft. All it takes is some heavy rain to cave it all in. There were also a lot of places where large tree roots were pushing up parts of the asphalt and the sidewalk. Hey, those bumps were dangerous mehr, even when we still had los? Our car, remember? But this town is different. Okay, wir haben immer noch keinen the streets Boden are all paved so clean that Gas we can geben. Skate along them without a care in the world. And there's hardly any trash or graffiti to be found anywhere. The Clarksons truly do control this place, for better or worse. It's a good example of how allowing certain people to rise to power can have positive effects as well. Also, don't you find that Southern people are remarkably friendly, even to total strangers? Both here and in New Orleans, I've been amazed at how cordial everyone is. Is it just the way things are down here? You certainly don't see that sort of thing in New York or DC. They never stop to chit-chat, especially when ordering food. They only say what's necessary, without any decoration. A customer only makes eye contact with the waiter about once every three times they interact. But that's just how it is. Isn't that right, Zach? The human relationships here are as fluid as an inorganic mechanism running on the smoothest, purest oil there is. And it feels strangely comfortable. After spending time in New Orleans and coming here, I think I'm starting to like the Southern disposition. They even have their own breed of bizarre crimes. And besides, the New Orleans area is famous for its paranormal culture. I'm sure it'll entertain us somehow. Lucario. It's still a bit of a ways off, Deadly but Premonition 2. Perhaps we can also do a little case study for our post-retirement plan. What, you still think it's too early for that? I wouldn't say so. Wir haben, nachdem, it's never nachdem too early Eichhörnchen to be prepared. Unser Auto geklaut haben, haben wir mit dem Priester geredet und sind zum Himmel aufgestiegen. Und sind dann übers Ende der Welt gefallen und jetzt hört er nicht mehr auf zu reden. Und er verliert seine strukturelle Integrität. Das ist passiert, hey Zach, während it looks du like weg we were so right ungefähr. On the money. Tracing the San Rouge distribution ungelogen. Route Na, das led mit us right to Louisiana. You know what that das weiß ich nicht. Das we've got a hot hand. And Lady Luck's given us far more favor than she ever has before. We just happened to hear news about Lisa's murder while sitting in a bar during our vacation in New Orleans. Ach ja, herrlich. Jetzt sieht man uns auch auf der Karte gar nicht mehr. Wir sind jetzt wirklich hinweggesegelt. Wenn ich nur schnell reisen könnte, dann wäre alles gut. Wisst ihr was, ich versuche mal zu rauchen. Mal schauen, was dann passiert. Wow. Wow. Tutorial von Mitternacht bis morgens 6 Uhr von der Anderswelt heimgesucht und es tauchen überall in der Stadt sogenannte rote Schatten auf. Die Anderswelt beeinflusst nur die Straßen und die Umgebung der Stadt. Auf die Welt innerhalb von Geschäften, die um die Zeit geöffnet haben, hat es keinen Einfluss. Sättigung. Ich glaube, wir haben Hunger und deswegen sinkt unsere maximale Gesundheit. Zach, how about we grab a bite to eat? Not even I can think straight on an empty stomach. Ist das wirklich gerade unser größtes Problem? Es spawnen sogar Gegner, glaube ich. Da tauchen auf der Minimap immer wieder kurz rote Punkte auf. Ich hätte so gehofft, dass ich sterben kann.
genau. Okay, passt auf. Jetzt rauche ich nochmal eine starke Zigarette. Boah, stimmt, was passiert denn, wenn wir total müde werden oder verhungern? Das testen wir. Ereignis Horizont. Das testen wir mal noch, wenn wir verhungern. Vielleicht kann uns das retten. Der erste Teil wäre inzwischen wenigstens abgestürzt. Das ist schon witzig. Wow. Es ist anscheinend Tag geworden. Wow. Oh Gott, ey. Okay, also. Hallo, Flatbrain Jackson. Wie geht's? Okay, jetzt nochmal. Wir sind schon sehr hungrig jetzt. Noch einmal eine Zigarette rauchen und dann verhungern wir hier im Void wahrscheinlich. Obwohl wir Lollis in der Tasche haben. Grausam. Grausam ist es. Aber so ist das eben. So ist das FBI-Geschäft. Also das ist das Highlight des heutigen oder morgigen oder wie auch immer 24-Stunden-Streams haben wir, glaube ich, gerade gesehen. Besser wird's nicht. Zach, I can't go on. We need to eat something. At this rate, I'll be the first FBI agent to die of hunger while on duty. I'd prefer not to go down in history for that sort of first, if you don't mind. Doch, das musst du jetzt aber. Verhungert er schneller, wenn wir nochmal rauchen? Beim Rauchen verhungert, weil er so nikotinsüchtig war. Ihr Vorrat an Schlaf nimmt mit der Zeit ab, sinkt die maximale Konstitution. Hey Zach, how long has it been since we last slept? Sleep deprivation impacts performance. We should get us a little shut-eye. No need to worry. The case will still be here when we wake up. Ich befürchte, wir müssen jetzt einfach warten, bis die Lebensenergie auf Null ist. Und dann werden wir wahrscheinlich wieder resettet oder so. Ich weiß nicht, oder sind wir dann Game Over? Aber dann, im schlimmsten Fall ist es so, als würde ich das Spiel halt dann wirklich neu laden. Ich hoffe halt, also meine, deswegen mache ich das jetzt gerade. Ich hoffe nämlich, dass wenn ich jetzt sterbe, das Spiel auf irgendwelche vorübergehenden Autosaves zurückgreift, die ich aber nicht manuell laden kann, wenn ich jetzt das Spiel neu starte. Das ist meine Überlegung. Deswegen gehe ich jetzt schnell und hole mir ein neues Getränk, weil das alte ist eh leer. Und vielleicht sind wir bis dahin verhungert. Das wäre gut. Schauen wir mal. Bin eh gleich wieder da. Ja, ein bisschen habe ich noch. Machen wir noch schnell eine Pinkelpause.
Wird der Glitch immer schlimmer zufällig? Was für eine komische Pose hat er denn eigentlich jetzt eingenommen gerade? Ach, das ist wahrscheinlich die Verhungergleich-Pose. Achtung, gleich ist es soweit. Ich komme gerade pünktlich. Nein. Man kann an Hunger nicht sterben, man kann nur auf 1 HP sinken. Na, dann hilft's nix. Dann schauen wir mal. Ich befürchte... unser Diagramm ist komplex geworden, aber das gefällt mir, das Diagramm. Ich befürchte, wir müssen ins Hauptmenü. Nicht gespeicherter Fortschritt geht verloren. Ja, ich weiß.